Hallo Leute und herzlich willkommen zu unserer kleinen Achterbahnfahrt der schlechten Lesegewohnheiten und der geistigen Durchfälle. Ein neuer Tag, eine neue Wartungsfahrt, eine Runde um die Medienwelt. Die Seite 20 Minuten Schweiz hat einen Spendenaufruf zum Thema Autismus ins Internet gebracht. Und weil ich mir den nicht alleine tun kann, ziehe ich euch wieder mit rein. Link zu dem Artikel gibt es selbstverständlich in der Videobeschreibung, als auch der Link zu meinem zweiten Kanal, falls er gesperrt wird. Würde mich freuen, wenn ihr dort noch mal raushauen würdet. Gleiches gilt auch für meine Kooperationspartnerin Autismus ein Brückenkanal, als auch der Link zu meinem David Art Kanal, wo ihr euch bei den Comics halt nochmal geben könnt, als auch der Link zu meinem Fanfiction Kanal. Und diese Meldung trägt natürlich den traurigen Titel: Attacke gegen Autisten oder Spendenaufruf für 16-Jährigen über 7000 Franken gesammelt. Attacke gegen Autisten. Was ist mit unserer Gesellschaft falsch? Einfach so Menschen, die anders sind, einfach so anzugreifen. Nur weil sie anders sind, einfach verprügeln oder was? Also solche ableistischen Takopisten sind einfach nicht zu helfen. Die greifen einfach jeden an, die anders sind als sie selbst. Fuck, wie ich dann drum rum, bevor ich hier noch einen Meltdown kriege. Los geht's. Um dem autistischen Buben, der auf der Züricher Hartturmbrache verprügelt wurde, ein neues Skateboard und eine VR-Brille zu schenken, sammeln Anwohner via GoFundMe. Und hier sehen wir auf jeden Fall die Fotos über den Angegriffenen, der natürlich nicht erkannt werden will. Wir lesen einfach jetzt nur die Untertitel der Bilder, damit ihr seht, um was es sich da gerade handelt. Anwohnerinnen und Anwohner der Hartturmbrache empört die Attacke am Montagabend im Skatepark des Areals. Der 16-jährige G.L. mit Sternchen, also Name wurde geändert, ne, und verkürzt, wurde von drei jungen Männern zwischen 18 und 20 Jahren zuerst ausgeraubt und daraufhin verprügelt. Nun sammeln die Anwohner auf GoFundMe Spenden, um dem Jungen ein neues Skateboard und eine VR-Brille kaufen zu können. Innerhalb der ersten Stunden konnten bereits 292 Franken gesammelt werden. Und deswegen lesen wir jetzt diesem blauen Feld hier vor, worum es gerade geht. Und zwar konkret, hoffen wir zumindest, ne? Anwohner der Hartturmbrache sind von der brutalen Attacke gegen G.L. empört. Um dem Jungen ein Weihnachtsgeschenk machen zu können, sammeln sie nun Spenden. Und damit wollen sie dem 16-Jährigen Mut machen, wieder nach draußen zu gehen. Ja. Und er wird anscheinend erst wieder nach draußen gehen können, wenn diese ableistischen Täter in den Knast gehen. Muss ich an der Stelle nun mal so sagen. Und ich lese weiter. Die Betroffenheit über die Gewalt im Züricher Skatepark The Beast ist unter den Anwohnerinnen und Anwohnern der Hartturmbrache groß. Als ich den Artikel auf 20 Minuten gelesen habe, war ich zutiefst schockiert, erzählt Sonja Bischof, die ihr Atelier gleich neben dem Areal hat. Es ist schändlich, jemanden einfach so grundlos zu verprügeln. Genau meine Rede. Die greifen einfach grundlos Menschen an, die anders sind als sie selbst. Obwohl Takopisten sind keine Menschen. Das sind Menschen, Darsteller. Die verkleiden sich nur als Menschen, damit sich die anderen Menschen gegenseitig hassen. Ganz einfach. Sie verkleiden sich einfach als Menschen, damit die Menschen sich gegeneinander aufhetzen können. Das ist doch deren Ziel. Und über einen dritten Weltkrieg und so weiter will ich gar nicht erst reden. Ich lese weiter. Die Attacke ereignete sich am Montagabend. Der 16-jährige G.L. wurde im Park von drei jungen Männern zwischen 18 und 20 Jahren ausgeraubt und daraufhin verprügelt. Der autistische Bub hatte sich mit einem Kollegen im Skatepark treffen wollen. Doch dieser lockte ihn in eine Falle. Dann hoffe ich mal für diesen Kollegen, dass er für immer arbeitslos bleibt.
ihn einfach so zu hintergehen. Das ist das Schlimmste, was man überhaupt jemand antun kann. Und dass dieser Kollege sich jetzt auch als, sagen wir mal, Takupist geoutet hat, wird der sowieso keine Arbeit mehr finden. Dem wünsche ich nur noch eins: die Pest. Und ich lese weiter. Wir wollen dem Jungen Mut machen, wieder nach draußen zu gehen. Ich habe es ja schon mal gesagt, der wird erst wieder nach draußen gehen können, wenn diese Täter inklusive seinem Kollegen in den Knast gehen. Weiter geht's. Nun wollen die Anwohner des Hartturm-Areals dem Jungen eine Freude bereiten. Auf der Spendenplattform GoFundMe starteten sie am Donnerstag einen Aufruf. Wir wollen dem Jungen Mut machen und ihn motivieren, wenn er gelesen ist, wieder nach draußen zu gehen, erzählt Initiantin Sonja Bischof. Gelesen? Kommt jetzt nicht mit Corona. Da reagiere ich ganz allergisch. Weiter geht's. Den Jungen kenne sie zwar nicht persönlich, trotzdem sei es ihr ein Bedürfnis, dass er die Solidarität von Fremdenschen spüre. Ihr Ziel ist es, für den 16-Jährigen 1.000 Franken zu sammeln. Damit wollen die Anwohner G.L. eine VR-Brille und ein neues Skateboard schenken. Wir haben uns überlegt, was ein 16-Jähriger vielleicht gerne haben würde, so Bischof. Geschenke noch vor Weihnachten. Auf die Idee einer VR-Brille bin ich gekommen, weil ich einige Freunde habe, die ebenfalls ein Autismus-Spektrum aufweisen. Diese hätten ihr erzählt, wie sehr sie VR-Brillen schätzen würden. Sollte das Spendenziel überschritten werden, wollen wir den Überschuss auf ein Sparkonto des Jungen einzahlen, so Bischof. Das Ziel sei es, das Geld noch vor Weihnachten zu sammeln und dem Jungen ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk machen zu können. Nach rund 19 Stunden haben bereits 7 Menschen 292 Franken gespendet. Es wäre so toll, wenn die 1.000 Franken zusammenkommen würden, so Bischof. Ja. Was soll ich dazu noch sagen, Leute? Also, das Thema ist natürlich sehr wichtig, ist auch informativ und auch ausgewogen. Und da stimmen halt die meisten Leser auch zu, wie man halt hier sehen kann. Und was ich noch dazu sagen wollte zu dem Artikel: es ist einfach nur erbärmlich, was sich Takupisten in der heutigen Zeit so alles erlauben. Hoffen wir mal, dass die Takupisten demnächst, und ich hoffe mal demnächst, überhaupt keinen Fuß mehr in unsere Gesellschaft bekommen werden. Weil je länger die Takupisten in Freiheit leben, desto schwieriger für uns Autisten ist es, überhaupt uns im Freien zu trauen. Weil Takupisten sind ja auch zu einem dritten Weltkrieg fähig. Das ist doch deren Ziel. Was meint ihr zu diesem Artikel? Schreibt es gerne in die Kommentare und Meinung etc. pp. Also sie jetzt liken, also sie jetzt teilen. Als auch den Abo-Button mit der Glocke zu aktivieren, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Und morgen gibt es ein weiteres Video zum Thema Autismus und ich will mal sagen, ciao Leute!